Der große Vorteil von SQLite war ja, dass wir das Ganze recht gut einpacken können. Das ist letztendlich eine Datei, die packen wir zusammen in unsere Python-Datei und können sie überall wieder auspacken und das Skript sollte dann funktionieren. Für kleine Sachen funktioniert das auch ganz gut. Für größere Anwendungen ist es natürlich mehr als kritisch, geht eigentlich überhaupt nicht. Das ist der Punkt, wo dann richtige Datenbankmanagementsysteme ins Spiel kommen, sowas wie eben MySQL oder Oracle oder Microsoft SQL Server, Sybase, PostgreSQL, wie auch immer. Das sind richtige Client-Server-basierte Datenbankmanagementsysteme. Das heißt, da ist es durchaus so, wir haben hier einen Datenbankserver, dort befindet sich halt die Datenbank und wir haben hier unser Python-Skript, was hier läuft, was sich hier befindet. Und das greift dann auf diese Datenbank zu und bekommt irgendwas zurück. Dafür muss ich natürlich wissen, hier auf welchem Server die Datenbank läuft, wie die Datenbank heißt, braucht natürlich Zugangsdaten, wie beispielsweise Login und Passwort, etc. Und wie gesagt, das hier ist unser Client, das ist unser Server. Wir brauchen natürlich zum einen unseren Server. Der Server kann theoretisch auch auf demselben Rechner laufen, auf dem der Client läuft, aber aus Betriebssystemsicht ist das eben ein extra Programm. Also wir brauchen zum einen unseren Server, in unserem Fall ist das eben MySQL, der MySQL-Server. Und wir brauchen zum anderen aber auch hier so ein API, so ein Client-Programm, was diese Verbindung zum Server hält und die Befehle dorthin schickt, die Antworten entgegennimmt und geeignet aufbereitet. MySQL gehört übrigens jetzt auch zu Oracle, ist sozusagen noch die kleinere Version und gibt es derzeit eben auch in verschiedenen Lizenzversionen, aber eben auch noch in der freien Version. Was MySQL auch auszeichnet, sind diese verschiedenen Storage Engines. Das heißt, innerhalb dieser Datenbank kann man entscheiden, wie die Daten abgelegt werden sollen. Und die Storage Engines haben halt unterschiedliche Fähigkeiten. Standard ist dieses MyISAM, CSV, naja, ist nicht wirklich eine Datenbank. Memory heißt, dass die Daten im Hauptspeicher gehalten werden. InnoDB unterstützt beispielsweise Transaktionen. Aber wir machen hier keine Datenbankvorlesung. Uns geht es eigentlich nur darum, wie greifen wir hier auf unsere Datenbank zu. Das da hinten ist SQL, das wissen wir. Und damit brauchen wir uns jetzt nicht näher beschäftigen. Versuchen wir jetzt einfach mal, ein solches Skript zu erstellen. Im Folgenden wollen wir mal versuchen, auf eine solche Datenbank zuzugreifen. Ich nutze übrigens Python immer sehr häufig, wenn ich irgendwas in eine Datenbank importieren muss. Das bekomme ich dann meist in CSV-Dateien und die schiebe ich dann einfach in die MySQL-Datenbank. Da hilft mir dieses CSV-Modul sehr gut. Da macht er nämlich sehr einfach, dann dort entsprechend Daten zu lesen. In meinem konkreten Fall möchte ich hier eine Eingabedatei, habe ich eine Eingabedatei, die möchte ich natürlich öffnen. Ganz einfach. Die heißt, glaube ich, Import. Da steht sie, Import Data CSV. Die möchte ich zum Lesen öffnen. Ist klar. Dann instanziere ich hier meinen CSV-Reader. Der ist aus dem CSV-Modul. Dort gibt es einen Reader und der liest aus dem Eingabe aus der geöffneten Datei. Der Trenner zwischen den einzelnen Werten. Der Trenner zwischen den Werten ist ein Komma und na, die einzelnen Werte sind, wenn sie denn in Hochkommas stehen, dann stehen sie in doppelten Quote Character gleich. Und damit haben wir das. Hier oben haben wir meine Zugangsdaten zum MySQL Server. Und ich muss natürlich jetzt meine Verbindung öffnen. Wie immer con. Und da verwende ich natürlich hier oben dieses PyMySQL-Modul. PyMySQL. Connecte mich. Wo muss ich mich connecten?
natürlich zuerst zum Host, übergebe Host, nicht Host, Host, übergebe den User, das Passwort und welche Datenbank das ist. Das sind einfach die Parameter von meiner MySQL-Datenbank. Dann habe ich meine Verbindung zur Datenbank, generiere mir einen Cursor, so wie wir das eigentlich auch schon gesehen haben bei MySQL, bei SQLite. So, dann habe ich hier meinen Cursor. Und jetzt will ich einfach durch meine CSV-Datei laufen. Wir gucken uns mal schnell die CSV-Datei an. Das ist hier, da stehen einfach nur Zahlen drin. Wie gesagt, durch ein Komma getrennt. Und ich könnte sie, wenn ich wollte, an bestimmten Stellen auch in doppelte Anführungszeichen setzen, wie ich das hier auch beschrieben habe. Also als Trennzeichen, Entschuldigung, als Trennzeichen ein Komma. Und wenn, kann ich sie in, das möchte in doppelte Anführungszeichen einführen. So, ja, was möchte ich jetzt? Jetzt, solange mir mein CSV-Reader etwas liefert, den Wert x und den Wert y, stehen nochmal zwei Werte drin in CSV-Reader. Tja, was möchte ich so lange machen? So lange soll er mir etwas einfügen, execute. Und ich habe eine Tabelle, die heißt Insert into Members. Worum es geht, sei jetzt mal egal. Dann kann ich hier meine Werte setzen. Der eine heißt Paper-ID. Hier ist mein Platzhalter. Dann möchte ich gerne noch setzen die Person-ID. Worum es in der Anwendung geht, ist jetzt völlig unwichtig. Und damit soll es eigentlich genug sein. Ja, was übergebe ich denen? X und Y. Und gut ist. Dann meine Eingabedatei geschlossen, meine Verbindung zur Datenbank geschlossen und damit sollte es das gewesen sein. Und damit kann ich jetzt meinen Import in die Datenbank ausführen. Müssen wir mal gucken, wo hier der Fehler liegt. Hier fehlt noch das schließende. Gucken. Ob er jetzt zufrieden ist. Und hier noch eine schließende Klammer. Sieht aus, als sei er jetzt zufrieden. Und probieren es mal aus, ob er das tut, was er jetzt tun soll. Und es sieht aus, als ob er jetzt unseren Import macht. Wir kriegen natürlich nicht wirklich viel mit. Aber wir können davon ausgehen, das Ganze landet in seiner Datenbank. Ansonsten hätten wir schon lange eine Fehlermeldung bekommen.